Wir sind schon drauf, wir sind schon drauf. Ja, liebe Zuschauer, liebe Facebook-Gemeinde, liebe Instagram-Freunde, ja, wir haben sie heute zu Gast und zwar Fantasy. Tada! Peng, ja. Peng, peng. Martin, Freddy, ja, merkt ihr das? Wir merken schon das. Wieder die Luftballons steigen. Absolut. Und sich alle freuen. Oh, endlich sind sie wieder da bei Schlager für alle. Und ihr habt natürlich wieder einige Fragen an uns geschickt und die werden wir jetzt ganz schnell beantworten. Ach, im Übrigen, neue VÖ am Freitag. Genau, am 6. Ja. Ja, Casanova. Gesundheit. Du hast es benieselt. Ja, ich habe das bringt Glück. Ja, und das schnackt es auch. Ich bin ja gerade am Fliegen. Ehrlich? Sind. Das bringt Glück. Das bringt ja. Glück. Patschi! Ja. Aber sag mal, ein bisschen aufgeregt, so Herzklopfen? Naja gut, wenn wir natürlich so lange dran arbeiten, dann wollen wir natürlich auch das erleben, beziehungsweise auch das Feedback bekommen von unseren Lieben, wie das natürlich bei denen ankommt. Was ist denn anders bei dem Album als bei dem davor? Das ist neu. Nein. Ja, anders, also das auf jeden Fall ist es Fantasy. Also wir haben uns wirklich ganz, ganz, ganz viel Mühe gegeben mit dem Album. Wir haben uns da sehr viel Zeit gelassen. Wir waren sehr wählerisch, haben aber auch experimentiert, waren experimentierfreudig, haben mal ein paar andere Facetten eingebracht in das Album, die man von Fantasy bisher nicht kannte. Aber im Grunde genommen ist da 100% Fantasy drin, so wie immer, so wie man uns kennt. Aber halt ein bisschen moderner, ne? Man geht ja mit der Zeit, der Sound ändert sich, die Texte werden noch ein bisschen besser und reifer und schöner. Also, noch schöner? I love it, ja. You love it? I love it. Sehr schön. Dann würde ich jetzt gerne mal ein paar Fragen von unseren Zusehern und Zuschauern natürlich beantworten. Also ihr beantwortet die natürlich. Das ist ja neu, jemand neu. Hallo, grüß dich. Ja. Servus, grüße und hallo. Ha? Ja, gut. So, und zwar die Gudrun Müller fragt, die welches? Ja? Ja. Dann grüßt man doch mal die Gudrun. Hallo Gudrun Müller. Hallo. Hallo Gudrun. Welches eurer Lieder bedeutet euch am meisten? Also so spontan würde ich sagen, also für mich, das weiße Boot. Und das war hier so ein Knackpunkt in der Karriere, in positiven Dinge, wo es dann natürlich richtig schön ja, nach oben ging. Wir haben die erste große Fernsehshow bekommen bei der Kamm-Nebel. Das war schon schön. Also für mich ist es Darling. Ich finde Darling so schön. Oh, es geht doch runter wie Öl. So, Kathleen Blank fragt. Kenn ich auch. Hallo Kathleen. Ihr kennt eure Fans? Ja. Ich, also Martin kennt sie auch, aber ich kenne die Namen. Ich kenne sie auch, alle beide. Ich kenne die Gesichter zu den Namen. Kennst du dann auch die Gesichter? Ich kann mir sehr gut Namen merken, das ist halt mein Vorteil. Martin nicht. Aber und du bestimmt die Gesichter, oder? Genau. Na, wenn du das so möchtest, dann ja. So, Kathleen Blank fragt, sucht ihr die Sachen für die Fanbox selbst aus? Wir suchen sie nicht gezielt selber aus, aber wir kriegen es vorher zu sehen, was reinkommen soll. Und dann entscheiden wir mit, ob das so okay ist und ob nicht. Und also das schon. Gut. Frank Schuster, den kenne ich. Hallo Frank. Hallo Frank Schuster. Hallo Frank Schuster. Wie bereitet ihr euch auf euer Konzert vor? Gar nicht, das sieht man doch. Nein. Doch, wir duschen dann? Nein. Das ist auch die einzige Jahreszeit in. Also, ja. Aber nur einmal, also beim ersten Tourtag und dann wieder am letzten. Nein, aber habt ihr so ein Ritual? Nee, das werden wir oft gefragt, aber eigentlich nicht. Wir kommen in die Halle, haben gute Laune und das transportieren wir auf der Bühne und. Ja, und meistens läuft alles gut. Aber bekommt man dann so richtig Herzklopfen, so richtig so und sagt, okay, ich lunsche jetzt mal durch diese Tür und dann gucke ich mal, wie die Leute so drauf sind. Das macht man schon. Ja, ja, das so. Macht man echt. Also man guckt, wenn man in die Halle reinkommt, bevor noch Leute da sind, einmal so in die Halle rein, um so einen Eindruck zu bekommen. Und dann auch kurz bevor es losgeht, mal so ein bisschen hinterm Vorhang. Macht ihr? Machen wir beide. Ja, hin und wieder machen wir schon. So, Marion Löbel. Die kenne ich. Natürlich. Das macht Spaß. Mit der war ich sogar zusammen. Hallo Mario, mein Schatz. Das war noch Zeit. Das war noch Zeit. So, Mario Löbe fragt, ist eine Tournee geplant? Und wenn ja, wann geht es los? Ja, es ist eine Tournee geplant, aber erst 2020. Wir waren nämlich jetzt 4 Jahre in Folge auf Tour und wollen einfach mal ein bisschen eine Verschnaufpause haben, wollen auch ein bisschen kreativer sein, was die Tour angeht. Wir wollen uns ein bisschen verändern, wir wollen ein Stück weit eine Band mitnehmen und soweit sich das dann alles hinterher realisieren lässt. Und verrate ruhig alles. Toll. Also es wird ganz toll. Erzähl auch, welche Lieder mitsingen. Ja, schrei mich doch nicht so an. Ich bin doch total sensibel. Hast du auch verdient? Ja. So, nächste Frage. Mach so viel zum Thema streitet Fans. Biene Welch fragt, ich will von Fantasy wissen, ob nochmal ein Buch geplant ist. Das erste habe ich gelesen und es war sehr gut.
Vielleicht. Martin, du wärst jetzt doch. Ja. Ich wär's jetzt? Ja, mach du doch mal ein schönes Buch. Warum soll ich alleine ein Buch machen? Na, warum denn nicht? Ja, ich mach das vielleicht, wenn ich 90 bin. Ja. Nein, also, wir haben schon drüber gesprochen, aber so geplant oder so haben wir noch nicht. Also. Okay. Ja. So, Kretschmar Michel. Ah, Michel, ja. Das war falscher Sender. Das ist die Schwester von Guido, glaube ich. Habt ihr eigentlich noch einen unerfüllten Wunsch? Na klar, viele bisher unerfüllte Wünsche gibt es. Erzähl mal einen. Ja, ich träume davon, mal irgendwann auszuwandern nach Kroatien. Jeder weiß ja, dass ich sehr gerne in Kroatien bin und da ja auch meine Wurzeln sind. Aber ja, da möchte ich gerne mal hin. Vielleicht möchte ich mal gerne eine Pommesbude eröffnen. Ich liebe totale Pommesbuden und mag Currywurst und sowas alles. Sowas oder in Kroatien vielleicht mal so Apartments vermieten und den Leuten morgens Frühstück machen und sowas. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja, das sind echt schöne Wünsche, finde ich. Also ihr zwei in so einer Pommesbude? Nee, nicht ihr zwei. Nee, also, aber ihr zwei wären natürlich ja auch kommen. Mega. Kann doch gar nicht kochen. Pommes-Körbos kann ich schon gar nicht. Ja, aber kommen ihr zwei? Nein, also Fantasy ist Pommesbude. Wir würden es einfach Martis und Freddys Curry. Fritz. Hütte. Curryhütte. Martis und Freddys Curryhütte. Yeah. So, was macht ihr eigentlich an euren freien Tagen, fragt die Caroline. Wir haben gar keine freien Tage. Nein. Und wenn wir freie Tage haben, sind wir komplett ausgebucht. Dann geht's Familie besuchen, dann wird auch mal komplett das ganze Haus auseinandergenommen und mal richtig rein gemacht, nicht? Die ganzen Klamotten gewaschen, wo man sonst nicht dazu gekommen ist. Mal die ganzen Kleider oder Kleiderbügel aus dem Schrank rausholen und die Klamotten neu aufhängen, sortieren. Also es sieht bei uns manchmal aus wie bei Hempels, wenn wir lang unterwegs sind, weil wir kommen dann einen Tag nach Hause, schmeißen die Klamotten in die Ecke und dann geht's los. Und deren bemüht sich halt sehr, bei uns zu Hause Ordnung zu halten. Aber das macht ja auch ganz gut, aber ich bin da so ein bisschen eigenwillig und muss dann mein eigenes System wieder einbringen, weil meine Sachen im Schrank, die müssen so hängen, wie ich das gerne möchte und nicht wie deren das macht. Mhm. Guck mich nicht so komisch an. Martin. Was denn? Was machst du so in deiner freien Zeit? Ja, zum Beispiel, gestern bin ich von zu Hause losgefahren, komme am 3. Oktober wieder nach Hause. Das ist das Thema Freizeit im September. Ja, aber sonst in der Freizeit, genau was Freddy gerade schon angesprochen hat, Freunde treffen. Schrank sortieren, Rasen mähen, das mache ich gerne. Nicht, weil ich es muss, aber ich kann es. Ja, toll. Ach toll, ich kann es auch. Ja. Meine Tochter Laura, die kann es auch. Ehrlich? Hm, meine Mutter auch. Auch mit schön mit Kanten. Alles ganz, ganz toll. Ihr habt Rasenkanten? Ja, klar. Und da habe ich so eine kleine Schere für. Ja. Das mache ich auch. Ja. Ja, es ist total schön. Ja, einfach so einfach erholen und einfach mal was anderes sehen, außer die Hotels. Ja, na klar, du musst doch die kleinen Kanten abschneiden. Aber das mache ich mit dem Rasenkantenschneider, mit so einem fahre ich da dran. Habt ihr sowas? Nein, was haben wir nicht. Nee. Habt ihr müsst ihr euch mal kaufen, ist gar nicht so teuer. Ja, wie mähst du denn den Rasen? Rasen, den beiße ich ab mit den Zähnen. Ja. Ich habe schon eine Sense. Aber ihr habt keinen Rasenroboter oder so. Nein, doch. Ah, hast du, ja? Du hast einen Rasenroboter. Das ist ein fauler Hund. Nee, ich also muss das erklären. Ehrlich? Wir haben nämlich in Essen einen ganz, ganz, ganz lieben Nachbarn, den Günther. Und der Günther hat sich vor einiger Zeit so einen Roboter gekauft und fruchte dann, ob wir nicht Interesse hätten, dass wir uns den teilen. Und das haben wir jetzt gemacht und das ist echt super. Wir waren jetzt im Urlaub in deren 6 Wochen und wir kamen wieder und der Rasen ist so kurz geschnitten, das Ding geht immer wieder raus und schneidet. Das ist super. Und der Günther kriegt von uns noch Geld dafür. Günther, das machen wir jetzt klar, wenn wir wir wollen uns das ja teilen, die Kosten für den Roboter. Aber das macht ja keinen Spaß, so, ne? So ein Rasenroboter, weil da kann man ja komplett runterschalten, wenn man... Das ist es. Rasenmäher. Wenn man eine Hecke schneidet zum Beispiel, kann man auch runterkommen, mal nachdenken. Aber nur, wenn man rankommt, das ist mein Problem. Ja. So, ganz kurz. Und zwar Dagmar fragt, habt ihr nach so vielen Jahren eigentlich immer noch Lampenfieber? Manchmal, also nicht immer. Wenn wir zum Beispiel zu Veranstaltungen gehen, wo wir schon mal waren, dann eher weniger, dann wissen wir, haben wir so einen Eindruck, ne, wie das beim letzten Mal war und dann ist man ein bisschen sicherer. Wenn wir irgendwo zum ersten Mal sind, dann haben wir schon oft Lampenfieber, glaube ich. Also du auch, ne? Ja, aber ich sag mal zum Beispiel auch bei den Konzerten, es ist so nie was schief gelaufen. Ja. Und es ist nicht diese Art von Lampenfieber, es ist eigentlich mehr so die Freude, wieder viele Fans aus den Kribbeln im Bauch, wo wir manchmal gar nicht so oft hinkommen, mal wieder zu sehen und
natürlich das Leuchten in den Augen des Publikums zu sehen, wenn sie mitfeiern, mitsingen, alles. Da, also jetzt Angst davor, oh, was passiert jetzt, haben wir eigentlich nicht. Aber wie Freddy sagt, wenn irgendwas Besonderes ist, wo wir noch nicht da waren und diese Situation nicht einschätzen können, dann, dann braucht es manchmal ein bisschen Schock. Ja, ich finde Lampenfieber irgendwie auch ganz schön. Also ja. Ich finde, das gehört auch irgendwie so ein bisschen dazu. Ne? So ein bisschen Kribbeln, Schmetterling im Bauch und man ist aufgeregt. Ist wie verliebt sein. Ja, oder? Stimmt doch. So, Sina fragt, was sehr persönlich ist, finde ich. Und zwar, habt ihr Tattoos? Nee. Nicht eins? Nein. Nee, hier manchmal ist das braune für eine Schokolade oder so. Nein, aber ganz ehrlich haben wir nicht. Aber als wir jetzt, der Martin und ich waren ja auf einer Schiffsreise und Dejan war auch mit und wir sind an einem Tattoo-Shop vorbeigekommen und Dejan hat ernsthaft überlegt, ob wir nicht beide uns ein Tattoo machen sollen. Und ich habe nichts gegen Tattoos, aber wenn ich mir dann eins wirklich mal machen sollte, dann muss mir das auch wirklich erstmal, muss ich was finden, was mir 100% gefällt, was mir hinterher nicht leid tut. Und bisher habe ich es noch nicht gefunden, aber in dem Tattoo-Shop, da waren es schon schöne Sachen. Vielleicht mal in nächster Zukunft. Ja, schöne Frage auf jeden Fall. In naher Zukunft. Schöne Fragen. So, dann machen wir mal weiter. Und zwar von Heike Jung. Kennt ihr Heike Jung? Die kenne ich super, ja. Hallo Heike Jung. Das ist unfassbar. Hallo, ich finde euch super. Habt ihr eigentlich einen Lieblingsfilm? Yes, mehrere. Yes. Im Moment ist mein Lieblingsfilm von Happe Kerkeling, Das Kind muss an die frische Luft. Den habe ich, glaube ich, 5-mal schon gesehen. Den finde ich deshalb so schön, weil der so, der erinnert mich an meine Zeit damals, als ich ein kleiner Junge war. Und den finde ich echt super. Und ansonsten habe ich Bette Midler, der Film heißt Freundinnen. Den finde ich total schön. Und Tina Turner, What's Love Got to Do With It. Das ist auch sehr traurig, der Film. Sehr schön, sehr schöner Film. Das ist die Autobiografie von ja. Ja, die wird ja da verprügelt und sowas. Das ist ganz ich schön. Weiß, ich weiß. Ja, ich mag die Szene, wo sie in der Kirche ist und Gospel singt und immer die lauteste ist und dann auch wieder rausgezogen wird. Ich lache mich immer kaputt. Aber stimmt. Es ist trotzdem sehr traurig. Ja, das stimmt. Wahnsinn. Und du? Ich habe nur also einen Lieblingsfilm, das ist La Bamba. Den habe ich auch schon 5-6 Mal geguckt. Und ja, um dir zu gefallen, sage ich auch noch... Dirty Dancing. Nein, den habe ich auch noch wirklich einmal gesehen. Einmal gesehen, alle Tanzschritte einstudiert, in die Diskothek und komplett abgeliefert. Ja, Sie können es mal sehen, ne? Und das habe ich mir gedacht. Mädels stand oben auf der Bühne und du bist ja super. Ja, ich habe sie alle aufgefangen. Bei 90 Kilo habe ich abgehört. So, der Reinhard Dietz fragt. Was fragt er denn schon wieder? Was macht ihr in eurer Freizeit am liebsten? Macht ihr eigentlich Sport? Nee, überhaupt nicht. Nein. Also nee, ganz ehrlich. Das sind ja die 2 Stunden auf der Bühne. Wenn du da 2 Stunden so dich bewegst und springst und rumrennst, ja, dann kommst du zurück, dann ist so wirklich wie im Fitnessstudio. Ja, ist so. Also in der Freizeit, ja, ich bin auch mal ganz gerne faul zu Hause. Oder ich koche total gerne. Also wenn deren Arbeiten ist und nach Hause kommt und ich ihm eine Freude bereiten kann mit irgendeinem leckeren Essen, dann mache ich das manchmal sehr, sehr gerne. Oder zum Beispiel? Also ich koche total gerne Nudeln. Ich mache gerne Paprikaschoten, ich koche sehr gerne... Al dente? Mhm. Ja. Ich kenne ein ganz tolles Nudelrezept, wenn das vielleicht jemand interessiert. Also Nudeln wie gewohnt kochen. Moment, ich hätte gerne einen Stift. Das Ganze brauchst du gar nicht. Das sind nur 3 Nudeln wie gewohnt kochen. In eine Pfanne etwas Öl und dann Semmelbrösel, also Paniermehl rein. Ein bisschen an Gold anrüsten und dann die Nudeln dazu, zusammen alles zusammen braten, Salz und Pfeffer rein, fertig. Und am besten hinterher noch ein bisschen Mayo drauf. Schmeckt super. Natürlich erst, wenn es aus der Pfanne raus ist, die Mayo drauf. Ne? Ganz tolles Gericht. Hast du einen Koch da kann man auf deiner Seite, ja? Sehr gut, wir kochen beide gerne. Ja, nur wirklich? Ich koche und er nicht. Nein, wirklich, ich koche auch gerne für Freunde und ich habe auch gerne Besuch, das muss ich auch sagen. Und dann lade ich meine Freunde ein und dann wird gekocht oder größtenteils im Sommer auch gegrillt. Und dann freue ich mich, dass ich sie alle wieder sehe. Einmal, zweimal, dreimal und dann denke ich, jedes Mal bleibt der ganze Dreck an mir liegen. Ja. Aber es vergeht eine Woche und dann fangen wir wieder an. Aber das macht doch auch Spaß. Jawohl. Also wir laden auch gerne Freunde ein, aber wir sind ja dann in Kroatien in der Zeit. Und wir werden auch eingeladen. Also so ist es nicht. Also, hast du gehört? Ja. Naja gut, meine Freunde revanchieren sich auch schon. Ja. Ja, aber so in der Freizeit, also rumgammeln so ein bisschen ist auch ganz schön. Mal ein bisschen Fernsehen gucken, vielleicht ein bisschen lesen. Genau, einfach mal Zeit für sich genießen und ein bisschen entspannen.
den Rasenroboter anschmeißen. Genau. Nun gut, Jens Neumann fragt, lieber Freddy und lieber Martin, würde gerne mal wissen, ob es euch gefallen würde, wenn wir, die Fans, mal kreativ werden und Texte für euch schreiben. Ja, warum nicht? Also wir kriegen oft sogar Textideen geschickt und gucken uns das durch. Also wir sind immer dafür zu haben und gucken das immer durch und möglicherweise ist ja wirklich mal was dabei, wo man sagt, das passt zu uns, das können wir... Ja, das ist eine gute Idee, ne? Hauptsache es passt, ja. Es kommen viele Angebote, aber es sind teilweise auch schöne Texte dabei, aber wenn wir beide der Meinung sind, das passt aber nicht zu Fantasy, dann können wir es leider nicht annehmen. Aber sonst gerne schickt Texte bitte an diesen Sender oder an unser Management. An unseren Sender. Wir selektieren. So, Martin Groß, habt ihr ein Ritual, bevor ihr auf die Bühne geht? Das hatten wir schon. Eigentlich nicht. Angelika Baduin, mit welchem Lied hattet ihr den ersten großen Erfolg und wann seid ihr zum ersten Mal aufgetreten? Wisst ihr das noch? Ja, das hatten wir. Wisst ihr das noch? Nein, wisst ihr das noch? Zum ersten Mal offiziell zusammen aufgetreten sind wir in Duisburg auf der Mühlenweide. Das war ein Sommerfest und das war, ist sehr lange her. Also, ich weiß nicht genau, wann war das? 98? Das könnte 98. Es war noch im 19. Jahrhundert. Das ist aber toll. 1900. Ja, 19. Jahrhundert. Aber man muss sagen, als wir uns damals, als die Idee geboren wurde, ob wir ein Duo machen, da haben wir zusammen das erste Mal auf der Bühne einen Song gesungen. Da gab es noch kein Fantasy. Das war nun Sag schon Adieu. Ja. Oh. Das war aber 95, glaube ich. Das war nicht 95. Nein. Das war 98. 97, 98, so. Ja. Und 95 habe ich noch ganz eifrig an meiner Solo-Karriere. Das war das 96. Bis du kamst und das alles zerstört hat. So, Alexandra Axel fragt, ich würde gerne wissen, wann mal wieder eine DVD von Fantasy rauskommt. Schöne Frage. Ja, ja. Bestimmt bald, nur wir wissen selber noch nicht wann. Also es ist noch nichts geplant. Super. Bettina Taschner fragt, hallo Jungs. Hallo. Hallo Jungs. Hallo Bettina. Ich freue mich schon riesig auf das neue Album. Gibt es auch schon eine Tour in Österreich? Yes. 2020 haben wir gesagt, gehen wir auf Tour und da sind wir auch in Österreich. Sehr schön. Kirsten Baumgart, wolltet ihr schon als Kindermusiker werden? Ja, ich wollte seit meinem 7. Lebensjahr Sänger werden. Ja. Und... will es auch immer noch werden. Ja. Martin? Ja, ich so bis 14, 15 Dankeschön. Wollte ich eigentlich immer Fußballer werden. Aber leider hat mich da keiner entdeckt. Und somit musste ich den schweren Weg gehen und nach Bottrop fahren, wo ich Freddy getroffen habe. Ja, genau. Damit wir das ganze Leid uns teilen können. So. Oh, Nadine fragt, was für Autos habt ihr? Ja, ja, gute Frage. Also ich habe mehrere Autos. Was? Ja. Also jetzt mal ganz ehrlich. Hallo? Warum hast du mehrere Autos? Ja, voll im Fuhrpark. Ich habe ja auch einen Partner und mein Partner hat ja auch ein Auto. Und das gehört ja auch irgendwo mir und ihm zusammen. Also haben wir schon automatisch mehrere, heißt dann schon zwei. Ach so, das habe ich auch mehrere Autos. Ganz viele. Da wir in Kroatien auch ein Auto haben, sind es dann schon drei. Aber... eins will ich jetzt abgeben, weil das eine, das ist total überflüssig, das ist so ein Cabrio. Und was für ein Cabrio? Das Mercedes Cabrio. Und was? Ja. Farbe? Dunkelblau. Wo nimmst du das ganze Geld denn her? Das habe ich geschenkt bekommen. Ehrlich? Ja. Aber ich brauche den. Und nicht geteilt? Geben wir jetzt. Also ich habe, eigentlich habe ich ein Auto. Ein Mercedes, das ist das, eine C-Klasse, das ist das. Ein schwarzer Mercedes C-Klasse, glaube ich. Ich kenne mich mit Autos nicht so aus. Ich bin Fahrer. Also auf jeden Fall, ein Mercedes ist es auf jeden Fall. Das erkennt er am BMW-Zeichen. Nein, wir fahren beide. Mercedes, das habe ich am BMW-Zeichen. Bei mir ist ein Stern vorne drauf. Echt? Ja. Ja, dann fahre ich auch ein Mercedes. Ja. So, Bettina Mark fragt Martin, wo hast du die tolle Jacke her? Welche Jacke? Hier steht, Martin, wo hast du die tolle Jacke hier? Dann war das bestimmt an dich. Bestimmt. Also Martins Jacke, wo hast du die her?
Also die Jacke habe ich aus dem Mantelladen. Nein, also bei mir ist das einfach nur ein Hemd, ja, und das ist ein Sakko. Und dieses Sakko, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe das irgendwo mal, da waren wir auf Tour, ne? Wir waren auf Tour und da habe ich das gefunden. Ich habe irgendwo gebummelt und habe ich sie gefunden. Da gehört auch eine Hose zu und die habe ich auch im Video an. Im Video zu Mona Lisa. Was jetzt demnächst erscheint. Ich glaube sogar am 13. Ja. Und ich fand die jetzt so schade, nur einmal im Video anzuziehen. Da habe ich gedacht, ich ziehe die heute auch noch mal. Nein, toll. Also heute sowieso gerade. Ich kann auch manchmal sagen, zwei oder dreimal tragen. Ich habe da kein Problem mit. Oh. Bin da nicht so einfach. Wir haben heute eine Jackenpremiere. Ja. So, Caroline fragt, habt ihr einen Glücksbringer? Mehrere. Mehrere Glücksbringer. Ja, ganz viel. Ich habe Martin als Glücksbringer und er mich. Also wir beide sind unsere Glücksbringer. Ich glaube, wir bringen uns Büro. Also kein Steinchen in der Tasche oder nein. Etwas. Nein. Martin? Ja, das wollte ich schon erzählen. Also wir beide bringen uns sehr viel Glück und dann, wenn nicht, haben wir noch beide das. Yeah. Ja. Ach, ich habe es nicht um. Ich habe eine andere Kette. Ich trage lieber goldenen Schmuck. Ich mag keinen Silberschmuck. Und wie wollt? Da kannst du dir Gold leisten. Bitte? Doch. Der hat mir Autos, der Mercedes Cabrio, der hat Goldketten. Ich habe meine goldene Kreuzkette, die habe ich geschenkt bekommen. Du kriegst alles geschenkt, komischerweise. Ja, weil ich lieb bin. Ehrlich? Ja. Und wer lieb ist, kriegt auch mal ein Geschenk. Ne? Schön. Oh, danke schön, dass ihr wieder da seid. Angelina fragt, tretet ihr mal wieder bei dem Heimspiel von Andrea Berg auf? Wenn sie bei uns ein Auftritt bestimmt. Nee, haben wir nicht geplant. Habt ihr nicht geplant? Nein, nicht geplant. Schade. Stefanie fragt, würdet ihr auch mal ein privates Wohnzimmerkonzert geben? Ja, haben wir sogar schon gemacht. Toll. Haben wir gemacht? Ja. Ja? Ja. Das war ganz am Anfang. Da hatten wir eine Dame, ich glaube irgendwie 85. Und die hat uns geliebt, aber konnte nicht zum Auftritt kommen. Oh. Da waren wir ganz am Anfang und dann ist wirklich so Techniker hin, so kleine Boxen im Wohnzimmer aufgestellt. Ja. Da saßen sechs Leute auf der Couch. Das war voll schön. Und wir beide. Das hat mit Spaß gemacht. Und hat sie gewusst, dass er kommt? Ja, die wusste, dass wir kommen. Ja. Ach, wie toll ist das? Ja, aber die hat es natürlich geglaubt. Die wusste es, aber die hat es nicht vorstellen können. Und dann standen wir wirklich da. Ja, das war echt schön. Das war eins unserer schönsten Konzerte. Das ist ja. Unfassbar. So Leute, es geht weiter. Das Zimmer war sogar ausverkauft. Ja, deshalb sowieso. Komm, eure Sachen sind immer ausverkauft. So, Jolie fragt, habt ihr vor, demnächst mal einen Song in einer Fremdsprache zu singen? Oh, das ist auch eine sehr schöne Frage. Haben wir das schon mehrmals gemacht? Ja. Also, ja, wir haben ja das Lied auf Polnisch, auf Kroatisch. Ja. Dann das Weiße Boot haben wir das auch auf Polnisch-Kroatisch. Genau, dann haben wir auch Polnisch-Kroatisch. Und vielleicht machen wir sowas ja nochmal. Also ist ja nicht auszuschließen. Kann sein. Sehr gut. Elvira fragt, wann kommt die neue Tour? Da hatten wir schon drüber gesprochen. Genau, im Herbst 2020. Mhm. Und Gerde fragt, wie findet ihr die Amigos? Wunderbar. Also wir haben gestern noch mit den Amigos eine Friedenspfeife geraucht. Also wir finden die super. Wir waren gestern nämlich in Essen beim DSD. Und die Amigos hatten eine Garderobe, in der man rauchen durfte. Ja, klar. Ja, unser war zu nah am Feuer, wir nicht. Und da haben wir uns wirklich auch reingeholt, weil die wissen, dass wir hin die haben uns so ganz einfach reingeholt. Hin und wieder bei alle rauchen. Ganz normal. Haben uns einfach gesagt, kommt rein, Jungs. Und da haben wir uns so viel eine Zigarette geraucht. Und alle anderen Gerüchte stimmen nicht. Also die haben so ganz normal gesagt, hey, Freddy Martin, kommt doch mal rein, auch mal eine mit. So ganz normal. Ja, die sind aber auch zauberhaft, ne? Die sind süß. Aber wie war super. Die Frage? Na, viele denken, dass wir mit den Amigos irgendwie ein Problem haben oder umgekehrt und das ist ja gar nicht so. Also ich weiß nicht, wie die Menschen darauf kommen, aber das werden wir ganz oft gefragt. Also wir haben nichts gegen die Amigos und die Amigos nichts gegen uns. Jetzt sind wir natürlich auch nicht dicke Freunde, weil man sich viel zu wenig sieht, aber wir unterhalten uns ganz normal, ne? Wie jeder andere Mensch auch und rauchen auch mal eine Zigarette zusammen, ja. Und lachen auch mal ein bisschen zusammen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen bei euch. So, weiter geht es und zwar... Dean hatte ja einen Unfall, fragt Kretschmar Michelle. Ja. Dean hatte ja einen Unfall, wie geht's ihm? Ihm geht's jetzt wieder ganz gut. Er hat so eine lange Narbe davon behalten, aber jetzt ist alles wieder gut. Ja. Sehr schön. So, Nicole Verstegen fragt, ich hätte gerne gewusst, um was sich das tolle Lied, das ihr auf Kroatisch gesungen habt, um was es dort ging, weil ich die Sprache nicht beherrsche. Welches Lied war das denn? Das war Nicole Verstegen. Nicole. Einfach nochmal ganz kurz schreiben, welches Lied du gemeint hast. Also, wenn man nicht sprechen.
Wir haben jetzt natürlich schon mal ein kroatisches Lied gesungen und ich habe im Sandro auch mal ein kroatisches Lied gesungen und Martin und ich haben ein kroatisches und ein polnisches mal gesungen. Ich müsste dann schon wissen, welches Lied das war. Aber wie war die Frage nochmal? Vielleicht kann man die auch ohne, dass man weiß, welches Lied das war. Ich hätte gerne gewusst, was das tolle Lied, das ihr auf Kroatisch also, gesungen habt. Ne? Genau. Genau. Ja, dazu müsste ich wissen, welches Lied das war. Aber das können wir ja fragen. Vielleicht bekommen wir ja von Nicole gleich noch eine Info. Okay. Dann hat Tina Liebold gefragt, womit macht man euch eine Freude? Mit gutem Essen, also bei mir. Ja, verstehe. Freude? Ach so, mit Mainz Kinoeinlage, so finde ich total super. Das natürlich. Wieder Geschenke. Wieder Geschenke, ja. Siehst du, wenn wir das nächste Mal hier sind, dann hat das alles Kino. Ich liebe Kino. So, Joyce fragt, wie kommt ihr auf eure tollen Liedtexte? Ja, meistens sind das ja Geschichten, die wir dort singen, die wir auch erlebt haben. Wir lassen uns aber auch inspirieren von Geschichten, die wir zugetragen bekommen von unseren Fans. Oder halt, kommt darauf an, worum der Text gerade geht. Manchmal auch einfach von dem schönen Wetter. Und dann haben wir ein Sommerfeeling und machen ein schönes Sommerlied. Ja. Ja. Und wenn es regnet, dadurch nicht. Ja. Dann machen wir ein Wein trauriges Lied. Jetzt kommt eine ganz tolle Frage. Und zwar, Caro fragt, was ist euer Lieblingsparfüm? Und liebe Caro, ich kann dir schon mal sagen, die Jungs riechen immer extrem lecker. Und ich wollte das immer schon mal wissen. Was tragt ihr für ein Parfüm? Eau de Radieuse. Das gibt es... In Kroatien? Nee, das gibt es in Deutschland aber nur in bestimmten Parfümerien. Geschenk bekommen. Was habe ich heute drauf? Wie heißt das nochmal? Das riecht so dein Parfüm. Ja, dieses das ist das, was ich sonst eigentlich hatte, was du mir geklaut hast. Das ist Creed. Creed, ja. Ja, also alles, was ich habe, ich gehe jetzt in die Parfümerie rein, hole mir dieses Creed. Ah, oh, das riecht super, das nehme ich jetzt auch. Also ich habe anderthalb Jahre Rodriguez getragen. Hast du Rodriguez mal getragen? Du hast nicht Rodriguez gehabt, du hast gehabt Terre de Hermes. Nein. Das ist aber auch sehr gut. Kann ich dir gleich zeigen, Hotel. Ja. Toll, dafür habe ich jetzt aber das andere und das ist viel besser. Ja, und die Jacke kaufe ich mir morgen auch. Mein Parfüm riecht minzig und deins nicht. Ja, ich mag keine Minze, ich bin lieber... Ich mag lieber Minze. Echt? Und ja, aber es ist auch Sommerzeit und das ist ganz fruchtig. Ja, frisch. Klar, ich kaufe mir morgen die Jacke auch. Nee, die kaufst du morgen, gibt's nicht, aber ich habe die letzte gekauft, die gibt's gar nicht mehr. Ja, das sieht man, dass du die letzte gekauft hast. Liebe Schlager für alle zu sehr. Wir gehen jetzt natürlich in die letzte Runde, also wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, immer her damit. Wir haben jetzt noch, ich würde sagen, noch 2-3 Fragen, 3 Minuten und dann sind wir auch schon durch, leider. Ja, tschüss, ne? Auf Wiedersehen. So, Schlagersacki, nee, Schlagerbocki. Schlagerbacki. Bucky, ja. Sag mal. Schlagerbacki. Schlager. Schlagersocki. Schlager. 3 Minuten. Schlagerbocki oder Schlagerbecki, ja. Schlagerbocki. Hm? Ja. Gibt es auf der Center Promotion Tour wieder Plakate von euch? Bestimmt. Also eigentlich ja. Gibt es ja immer sonst. Ja. Und ja, dann, wir, haben uns ja, wir, die auch. Wir haben uns ja in Stuttgart getroffen, als ihr. Ja, schon so lange her, oder? In Stuttgart habe ich euch besucht. Okay. Als ihr die wunderbaren. Genau, das ist. Bei der Fotosession. Ja. Da habt ihr ja so tolle Bilder gemacht. Ja. Vielleicht gibt es ja eins von den Bildern auf dem nächsten Plakat. Aber das ist möglich. Weil die das sind nicht ganz Hand. Ehrlich nicht. Nein, das machen die Tourmanager und Promoter und alles. Dann liegen nur Sachen. Die machen das ganz einfach so, ohne uns zu fragen. Was? Ja. Die haben kein Mitspracherecht. Die sind ganz böse. Die machen das einfach so. Das, ist ja, das ja. geht ja gar nicht. Schnucki, hast du noch eine Frage für uns? Sehr schön. Mhm. So. Angelika, wann gibt es ein Duett von Freddy und Sandro? Hui. Ich habe tatsächlich mal drüber nachgedacht und vielleicht bei seinem nächsten Album. Schauen wir mal. Lass uns mal überraschen. Ihr zwei nur? So. Ja, Duett. Sonst ja, wird ja, ich weiß. Sein. Sonst wird das ein Trio. Aber das wäre so ein bisschen ungewöhnlich. So ohne Martin. Naja, du kannst Background tanzen. Du, auf jeden Fall. Ja. Ich habe Ballettschuhe schon zu Hause dafür. Ja, das hatte ich schon geplant. Ja, ja. Doch, kann sein. Vielleicht ja. Schauen wir mal. Super. Also ich glaube, wir sind dann durch. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sind wir schon? Leider, ja. Oh. Oder wartet mal, vielleicht finde ich noch eine Frage. Komm, eine jetzt Frage kriegen wir noch. Warte mal. Tu mal eine suchen. Ich tu mal eine suchen. Habt ihr? Und dann tu mich das fragen. Ja. Glaubt ihr an Schicksal? Ja. Ja.
Okay, dann machen wir ganz schnell. Was denkt ihr, ist der Schlüssel, um glücklich zu sein? Um glücklich zu sein? Mit sich selbst einfach im Einklang zu sein und sich selbst zu lieben. Das ist Glück. Sehr gut. Ja, ja, mich und natürlich auch viele Geschenke zu bekommen. Man auch, das sieht man ja bei dem, der hat alles, was ich nicht habe. Ich glaube, wenn man einen richtigen Partner an seiner Seite hat, dann ist das Glück dann auch perfekt. Aber wie gesagt, Einstellung, man muss selber eine gute Einstellung zu sich haben und mit sich im Reinen sein, dann ist man glücklich. Okay, eine Frage, zwei Fragen habe ich noch. Was ist euer schönstes Urlaubserlebnis? Oh. Oh, das waren so viele, wir sind ja schon 48, ich weiß nicht, ob wir im Urlaub waren. Also einfach die Erholung. Ja, ich wüsste jetzt auch nichts Spezielles. Das schönste Urlaubserlebnis. Nö. Seid ihr eigentlich so im Urlaub so die Verrückten, also die so Bungee-Jumping machen, oben von der Klippe springen? Hm. Oder seid ihr eher so relaxed? Ich bin so mehr der Gartentyp im Urlaub, weil ich fahre ja so immer nach Kroatien. Um zu arbeiten. Da bin ich immer irgendwie am Arbeiten und jetzt haben wir ja neuerdings einen Garten, der hat ja ein Beet angelegt. Und da war das so ein Garten? Ja, da sind Tomaten drin und Möhren, wüsste nicht gern, aber... Hast du mir geschenkt bekommen? Hab ich von denen, ja, sozusagen. Ja, also da relax ich halt total. Also irgendwie so ein schönstes Urlaubserlebnis habe ich dadurch jetzt dann nicht. Das ist ein normales Erlebnis. Also nichts Verrücktes jetzt, sondern eher so entspannt und so. Ja, genau. Das ist, ist der Urlaub auch da. Ja. Ihr Lieben, wir drücken euch natürlich ganz fest die Daumen, brauchen wir eigentlich auch nicht, weil am Freitag kommt natürlich euer neues Album, und zwar Casanova. Liebe Zuschauer, zu sehr. Wir freuen uns mega darauf. Wir freuen uns, dass ihr heute da wart. Wir hoffen, dass ihr ganz, ganz bald wiederkommt. Wir bedanken uns natürlich auch bei euch für die wunderbaren Fragen. Schön, dass ihr so zahlreich geschrieben habt. Und ja, bis hoffentlich ganz bald wieder. Und jetzt dürft ihr hier noch und so. Ja, ihr Lieben, alles, alles Liebe und Gute. Und schaut mal bitte auch vielleicht bei uns auf Instagram, denn dort gibt es ein Tour-Tagebuch. Jeden Tag kommen neue Fotos, wo wir gerade sind, was wir gerade machen. Und das geht den ganzen Monat lang so. Yeah. Wow. Also, bis dahin. Bis dahin, ciao, ciao. Fühlt euch gedrückt. Dicke Schmatzi, tschüss, dankeschön.